It's a true Washingtonian. Barbecuing in the rain. Heute ist der 10. Juli, es ist Mittwoch, Mitte der Woche und wir machen Fortschritt hier. Wenn man mal so guckt, wir haben einiges verschenkt, ein paar Sachen sogar verkauft. Die Freemans hier haben ihre Nachbarn angeschrieben, haben gesagt, hey, alle, die ein RV haben, kommt mal vorbei, guckt, ob ihr irgendwas gebrauchen könnt von den Sachen. Und ja, haben wir tatsächlich einige von unseren Dingen abgeben können. Und wir wollten eigentlich heute los. Gestern war aber so viel los. Und das heißt, wir machen uns morgen auf dem Weg Richtung Oregon. State Number 49, der 49. Staat. Kurze Pause. Laufen wieder rüber zum anderen Haus. Leftovers, also Reste von den Vortagen essen wir jetzt. Die haben so einen tollen Garten hier. Die haben Blaubeeren, die sind in diesem Kasten da drinne. Und hier so eine Art Hochbeete. Und da haben sie Zwiebeln angepflanzt, Wurzeln. Und weshalb ist Washington State der Evergreen State? Weil es halt viel regnet hier, aber ansonsten wäre es auch nicht so grün. Und auch wenn es regnet, ist es trotzdem angenehm warm jetzt gerade. Ja, wir haben uns gerade das Video nochmal angeguckt und Linus, der wundert sich jetzt gerade, weil die da drin gesagt haben, dass wir deutsche Touristen sind. Linus, sind wir deutsch? Ja, aber wir sind auch Amerikaner. Ja, wir sind aber auch Touristen, oder? Ja. Ja, deutsche Touristen. Und amerikanische Touristen auch noch. Ja. Beides. Die Kinder machen jetzt wieder eine Schnitzeljagd, die Jakob vorbereitet hat. There are a lot of blueberries on those plants. Und bei den Blaubeeren im Käfig. Und jetzt müssen wir eigentlich den Käfig abschließen, dann haben wir echt Ruhe. Make sure you're picking blue ones and not green ones, because the backs of them are sometimes green. Yeah. Und auf zum nächsten Hinweis. Josh meinte gerade, ich kann nicht immer hin und her rennen. Ja, warum rennt er denn? Die können auch laufen. Keine Geduld. Und ihr futtert hier die ganzen Blaubeeren, ne? Und die Kirschen. Und da oben sind wieder die Weißkopfadler. Oh, ich hoffe, man kann die so ein bisschen sehen. Zwei Stück fliegen hier. Es ist jetzt so knapp 4 Uhr und es wird weniger. Definitiv. Die Koffer füllen sich. Und der Raum wird leerer. It's a true Washingtonian. Barbecuing in the rain. Which one's better? I'll just raise your like my shoulder. Okay. And Josh made a stick. Hold on, give me a minute. He might dry your shoulder. It's not my fault. Are we scoring a lot? Which one? I don't know. Kiwi. Yeah, he poured in. Right now we are eating dinner on, I think, the last night here. There's the man who cooks. Emmy und ich, wir fahren noch mal eben beim Abschleppdienst vorbei, weil Emmy hat sich erinnert, dass sie zwei Sachen noch im Gefrierfach hatte, die wir vergessen haben rauszunehmen. Diese kleinen Schuhe, die sie bei den Amish gekauft hat. Und was noch? So eine Kappe. So eine Mütze ist das, oder? Ja, so, so eine Amish-Cap, ja genau. Ja, mal hoffen, vielleicht ist es noch da. Das Problem ist, die ganzen Eiswürfel sind geschmolzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles nass ist. Muss ich mal gucken. Das ist eine Plastiktüte. Ja, Rutscher, genau. Ja, wir sind jetzt angekommen, alles ist ruhig, es ist dunkel und die haben den Hänger von vorne jetzt hier nach hinten gezogen. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da reinkomme, weil das doch schon ein bisschen eng ist. What? Das Licht geht noch. Das Licht geht noch. Is it still okay?
it broke even more down there. Oh, did it? Hey, look. Oh, yeah. Yeah, it did. Probably when they moved it. Ja, ich nehme es einfach raus gleich. Mami hat gefragt, wo dieser Totscher-Münze ist. Ah, die haben wir garantiert rausgeholt.